kann ich hier mit diesem Pocket-Teil direkt die Spannung messen, 8 Volt, das habe ich jetzt hier am Netzteil eingestellt. Und jetzt kann ich hier direkt umschalten auf Current DC, gleich Strom. Und jetzt muss ich gar nichts umstecken und der kann direkt Strom messen. Das heißt, ich habe jetzt hier... ich habe jetzt hier eindeutig eine Strommessung. Somit herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei eHio. Ich habe ein Pocket kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Darf den natürlich auch behalten. Und zwar habe ich den Pocket Pro mir bestellt. Das war irgendwie eine Kickstarter-Aktion oder sowas. Es ist so ein Stift zum Messen mit Bluetooth. Das Ganze läuft übers Handy, wie man hier sehen kann. Und dann habe ich die angeschrieben und gesagt, ich habe einen YouTube-Kanal. Dann haben wir die das Teil geschickt. Und ich freue mich sehr drüber, denn es ist ein schönes, kleines, handliches Multimeter, mit dem man echt ein paar coole Dinge messen kann. Ich zeige euch das jetzt einfach mal in dem Video. Wir packen es miteinander aus. Und im nächsten Video schrauben wir es dann wahrscheinlich einfach mal auf und schauen, wie es das denn alles überhaupt realisiert haben. Dann schauen wir mal rein, was drin ist in der Packung. Eine Anleitung, ein Täschchen und auf der Rückseite unser Pocketmeter mit zwei Prüfspitzen, also so am Prüfspitzen wäre jetzt übertrieben, mit zwei so kleinen Klemmen, wie man sie halt kennt, wie sie auch beim Salea dabei sind, beim Logic Analyzer und so, einfach wo man quasi ein Kabel anhängen kann. Und hier nochmal eine Sicherung. Hat scheinbar eine Sicherung drin. Hier nochmal eine Ersatzsicherung. Ja, sehr schön. Kann man machen. Sieht man, glaube ich, auch. Ne? Kann man kennen. Sind zwei Steckkontakte und in der Mitte die Sicherung aufgelötet. Also eine Platine. Was ich jetzt schon gleich von Anfang an sehe, was mir nicht ganz so gut gefällt an dem Ganzen. Aber schauen wir mal, wie lange das Ganze hält. Es befindet sich eine CR2032 drin. Also da hätte man jetzt natürlich schon wieder erwünscht, dass das eventuell ja, mit einem Wiederauflad am Akku oder so wäre. Aber man kann ja nicht alles haben. Wie geht diese Batterie raus, indem man hier den Clip zurückschiebt? Und dann kann man sie entfernen. Das Teil muss man vorher rausziehen. Ich mache es jetzt komplett raus, weil ich will nämlich schauen, wo die Sicherung ist. Okay, die ist hier verbaut. Hier wäre die Fuse drin. So, dann, bevor ich jetzt die Batterie einlege, bevor ich jetzt hier quasi das Ding aktiviere, müssen wir irgendwie am Handy eine App installieren, vermute ich mal. Wir haben hier ein Handbuch dabei. Ich bin gerade über allem überrascht. Es ist Deutsch. Ich mache das hier, ich nehme das in die Hand und ich sehe sofort Deutsch. Gefällt mir. Benutzerhandbuch mit dem Pocket. Die Pocket-App aus dem App Store oder bei Google Play herunterladen. Weitere Informationen finden Sie auf Pocket Devices. Entfernen Sie die Batterie, Isolierungslasche, das wäre das Teil da gewesen. Wenn Sie die App öffnen, werden Ihre Endgeräte aufgeführt, mit dem Pocket verbinden und mit der Messwerterfassung starten. Das klingt jetzt ja mal gar nicht so schlecht. Jetzt schauen wir mal, was das Ding kann. Ich habe keine Ahnung. Technische Spezifikation. Wir haben es ja praktischerweise alles hier. Wert, Parameter. Gleichspannung können wir von 10 mV bis 60 Volt Gleichspannung messen. Eine Wechselspannungsmessung geht von 10 mV bis 42 Volt Effektivwert. Da schauen wir dann mal, ob der RMS kann. Das habe ich keine Ahnung. Die Strommessung geht von 1 mA bis 2 Ampere. Widerstandsmessung geht von 1 bis 1 Megaohm, also 1 Ohm bis 1 Megaohm. Umgebungstemperatur 0 bis 60 Grad. 60 Grad ist eine Ansage. Da kann man auch mal bei den heutigen Temperaturen draußen messen. Durchgängigkeitsprüfung hat er auch. Und Diodentester hat er mit drauf. 14-Bit-Auflösung verwendet er. Und 1 Million Muster, also 1 Million Samples, schätze ich mal. Aufzeichnung. Man kann dann die Aufzeichnungsgeschwindigkeit einstellen. Also man kann quasi von einer Sekunde bis zu einem Tag ein Messwert aufnehmen. Und er kann ein Jahr aufzeichnen bei 6 Stunden pro Muster, also alle 6 Stunden eine Aufzeichnung quasi, einen Messwert. 10 Meter kabellose Reichweite, Batterielebensdauer ungefähr 6 Monate geben es an, also ein halbes Jahr. Ist okay. Ich weiß nicht, ich habe ja den Pocket Pro bestellt, ich weiß nicht, ob da ein Akku drin ist. Ich glaube schon, das mit der Batterie, das ist gerade so ein bisschen, naja. Was ist das überhaupt? Das ist ein Multimeter, haben wir gerade gesehen, wir haben Messbereiche. Und jetzt sagt jeder, naja, bescheuert, Multimeter, da ist doch normalerweise ein Display drauf und irgendwo sind da Anschlüsse für die Messspitzen. Ja, ist bei dem nicht der Fall. Bei dem zieht man das Ganze hier so seitlich raus und schon hat man seine Messspitzen.
Plus und Minus und kann dann entsprechend einfach irgendwas vermessen mit diesen Messspitzen. Und wenn man dann fertig ist mit Messen, drückt man hier auf den Knopf, fupp, und dann wird das Ganze wieder eingefahren. Also sehr kompakt. Ich glaube, dass das ein ziemlich cooles Teil wird. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal aufs Testen gleich. Wir werden dann den Signalgenerator starten, zum Schauen, ob er True RMS kann. Wir werden dann noch ein Netzteil messen. Jetzt ziehe ich erstmal so weit, wie ich Gefühl habe, die Kabel noch nicht auszureißen. So, hier sind wir angekommen. Länger geht's nicht. Ich habe hier ein uraltes Lineal. Ich messe jetzt mal mit dem Lineal. Wir haben von der ersten Messspitze bis zur zweiten Messspitze. Bis zur Mitte vom Gerät, ja, ungefähr 25 Zentimeter. Ne? Mal das hier so hinhalten, sind ungefähr 25 Zentimeter. Jetzt hier den Mittelpunkt des Geräts nimmt. Wir haben also hier 50 Zentimeter Reichweite mit diesen Messspitzen. Finde ich gut, reicht. Und mir gefällt diese Funktion, dass jetzt wieder aufgeräumt ist. Mir gefällt's. Dann schauen wir mal, was das Teil kann. Ich zeige euch jetzt nicht, wie man die App installiert. Das traue ich euch allen zu, dass ihr das könnt. Man startet die App und dann hat er auch, also eigentlich problemlos sofort eine Verbindung. Keine Ahnung, wie das geht, wenn man mehrere von denen hat oder so. Der war sofort verbunden. Man hat in der App gleich die Anzeige hier, rechts Voltage, also Spannung. Er kann sogar Temperatur messen. Also wir haben aktuell 26,7 Grad hier im Büro. Durchgangsprüfung. Das testen wir jetzt mal hier auf die Schnelle. Ich verbinde einfach die zwei Kontakte hier vorne und er zeigt 0,000 an, also den Durchgang. Das Ganze testen wir natürlich auch nochmal mit einer Leuchtdiode, so wie man das kennt. Hier Minuspol, hier Pluspol und dann schaltet das Handy diesen Display aus. Ja, wir haben hier 3 Volt bei der Batterie. Man kann nicht testen, ob eine LED funktioniert. Also so viel Spannung gibt er nicht auf. Aber ist jetzt kein Problem. Dann schalten wir mal auf den Diodentest. Da müsste man jetzt rein theoretisch bei einer Leuchtdiode den Durchgang messen. Aber ich gehe mal davon aus, dass, ja, misst er nichts. 2, irgendwas Volt sind dem einfach zu viel. Ich habe hier eine 1N4004er mit irgendwie 0,6 Volt Diodenspannung. Die sollte er gemessen kriegen. Tut er auch entsprechend. Er zeigt aber irgendwie nur 1 an. Also der zeigt jetzt nicht irgendwie eine Spannung an. Da misst er scheinbar nicht. Da macht irgendwie einen Test, sagt Diode funktioniert oder Diode funktioniert nicht. So, dann haben wir ein Widerstandsmessgerät. Da messen wir jetzt einfach mal ein paar Widerstände. Zum Glück habe ich alles hier. Ein paar Schubladen mit Widerständen drin. Ich habe hier erstmal den Klassiker 47 Ohm. Messen wir den mal. Achso, ich habe ja eigentlich diese Klemmen dabei. Die nehmen wir jetzt auch mal her dafür, weil, wenn sie schon mitgeliefert sind, passen hier perfekt rein. Hat man quasi hier dann so eine Klemme mit einem Kabel dran. Einmal, zweimal. Dann kann ich nämlich den Widerstand jetzt hier einfach reinklemmen. Einmal hier und einmal hier. Und das wäre jetzt der 47-Ohm-Typ. 5% Toleranz, also haben wir jetzt hier 45,8 Ohm, 45,9, das kommt schon hin, ne? Das passt schon soweit, 46. Wenn wir jetzt die zwei Kabel miteinander mal vermessen, haben wir wirklich 0 Ohm, also das passt schon mal. 47 Ohm, dann habe ich hier noch 4K7, der nächste Klassiker. Und da kann man jetzt zum Beispiel schon total toll erkennen, da habe ich mal Widerstand falsch eingeräumt in mein Kästchen, kann auch passieren. Habe mich vermutlich mit den Farbringen vertan. Wir nehmen also das nächste. Jetzt ist das Kabel im Übrigen runtergefallen, so zum Thema, das hält da ganz gut. Wir nehmen den nächsten 4K56 mit Toleranz. Das passt soweit. Ich habe hier noch 240 Kiloohm, um den Wertebereich nach oben noch ein bisschen weiter zu treiben. 240 Kiloohm passt. Und hier ist irgendwie 820 Megaohm und 1 Megaohm, grau, rot, gelb. Das sind 820 Kiloohm. Ja, 860 mit Toleranz. Und die schwarzen hier, braun, schwarz, schwarz, gelb, das sind 1 Megaohm. Hochpräzise 1,034 Megaohm. Das passt auch. Also,
Widerstandsmessung, wie zu erwarten, einwandfrei. Jetzt messen wir noch schnell den Widerstand von meiner Zunge. Und dann geht's Handy aus. So muss das sein. Da nehmen wir jetzt aber eh die Spitzen her. Da haben wir schon ungefähr 170 Kilo um. Widerstand in meiner Zunge, durch meine Zunge. So, wir haben jetzt schon mal die ersten Tests gemacht. Current, der kann ja direkt Strom messen. Da will er irgendwie umschalten. Wechselstrom, Gleichstrom, Current AC. Das testen wir jetzt mal gleich. Ich gebe jetzt mal auf meinem Netzteil einfach mal 1 Volt. Und entsprechend, was kann der Strom? Ich habe gesehen, da gibt es ein Menü, gibt es ein Tech-Specs. Da zeigt er einem direkt die Ströme an und so, die er kann. Ne? Wir können bis 2 Ampere. 1 Milliampere bis 2 Ampere. Dann gib ihm. Geben wir ihm einfach mal 10 Milliampere. Auf- und Ausgang. Wir hängen uns jetzt hier direkt dran. Einmal Plus klemme ich hier ein. Klemme ich direkt hier in die Ausgänge von meinem Netzteil. Und einmal Minus. Und 9,39, 10,36, ja, 11, zwischen 10 und 11 mA schwankt hier die Anzeige, also passt sehr gut. Dann drehen wir mal hier den Strom hoch und zwar idealerweise im Milliampere-Bereich, 20 mA, er regiert auch echt schnell, 20, 30, 40, 50. Also das Ding ist brutal schnell. Also alles, was jetzt Verzögerung ist, liegt am Handy und der Übertragung. 100 mA passt auch noch genau. Und das Ding kann, stand drauf, 2 Ampere. Jetzt gucke ich nochmal nach vorher, weil sonst ist es gegrillt und dann habe ich keins mehr. Tech-Specs, das Ding kann 2 Ampere. Dann 100 mA, 200, 300, 400, 500 mA. 1 Ampere und damit wir gleich loslegen, 2 Ampere. Ja, kann er auch noch. Wird jetzt auch nicht warm und so, also hat scheinbar einen kleinen Schand drin. 2 Ampere kann er. Ich drehe das Ganze jetzt aber wieder runter soweit und den Ausgang auf Off. Jetzt haben wir mal die Strommessung soweit durch. Wir gehen wieder auf 1 Ampere. Stromtechnisch. Spannungstechnisch sind wir aktuell bei 1 Volt, das heißt, wir gehen jetzt mal auf die Spannungsmessung, schalten den Ausgang ein und haben wir hier wirklich, bin gerade total begeistert, 1 Volt. Also halt so, genau, 1 Volt. Wir können 60 Volt maximal, habe ich glaube im Kopf. Da komme ich mit dem eh nicht hin, also drehen wir jetzt mal hoch, 10 Volt, 10,06, 20 Volt, 20,1. Also von der Genauigkeit her bin ich schon mal sehr angetan. Wir haben jetzt 30,11 Volt, super lineares Teil. Ich bin begeistert. Also ich bin wirklich gerade begeistert. Temperatur 28,2, immer noch unverändert. Also haben wir jetzt dann irgendwie, dass das Ding großartig warm geworden wäre. 28 hatte ich vorher, glaube ich, schon mal. Ich kann hier einfach nicht mehr wie 30 Volt. Ich kann jetzt die zwei hier mal parallel schalten. Dann würde man auf 60 Volt kommen. Lasse ich jetzt einfach mal hier den Ausgang mit dem Ausgang hier nicht parallel, sondern in Serie schalte. Dann hätten wir Kanal 2 auch 1 Ampere on. Wenn wir jetzt bei 42 Volt. Nochmal 20 Volt dazu, sind wir bei 50 Volt und dann bei 60 Volt. Voll ausgenutzt. Also was sie angeben, scheint zu funktionieren. Da brennt leider nichts zur Trauer der Freude an den, für euch Zuschauer. Ja, aber soweit läuft es gut. Also ich bin gerade angetan davon. Also sehr positiv überrascht. Sehr, sehr positiv überrascht. So, jetzt haben wir natürlich gesehen, wir können Multimeter benutzen. Das Ding kann aber allerdings auch mehr als nur so Spannung und so direkt anzeigen wie ein Multimeter. Weil eigentlich für mich wäre ja das Coole dran, dass ich quasi irgendwie nicht nur eine Spannung mehr anschauen kann, sondern auch die aufzeichnen kann. Und der hat jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal hat er ein Oszilloskop noch dazu.
Und da kann man jetzt einstellen, den Spannungsbereich, also ich will jetzt hier, keine Ahnung, 10 Volt pro Skalierung haben, also jetzt geht es halt von minus 10 bis plus 10 Volt und ich kann sagen, wie lange der aufzeichnen soll. Also jetzt soll als Beispiel einfach mal eine Sekunde lang aufzeichnen. So, und wenn man jetzt hier an der Spannung dreht, ich drehe jetzt einfach mal hier an der Spannung, ich drücke jetzt auf Aufzeichnen und dann drehe ich mal an der Spannung. Drehe jetzt einfach mal langsam runter. Dann müssen wir noch anders skalieren, weil wir sind ja viel zu weit und eine Sekunde ist gerade auch so ein bisschen zu wenig, glaube ich. Wir zeichnen jetzt mal 5 Sekunden lang auf, ich drehe jetzt 5 Sekunden lang runter und wir erhalten dann vermutlich, ja, perfekt, eine Kurve. Ist jetzt ein bisschen witzlos für das hier, deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal hier am Signalgenerator an. Ich habe jetzt meinen Spezialadapter an den Signalgenerator angeschlossen, also meinen BNC auf alles mögliche Adapter. Und jetzt stellen wir einfach mal eine Frequenz von einem Kilohertz ein und dann messen wir die jetzt einfach mal. Also ich hänge mich hier mit diesen Hackenteilen hier direkt dran. Also ich bin nicht begeistert von diesen Hackenteilen. Der schwarze hält nicht wirklich gut. Der rote geht einigermaßen. Aber der schwarze, der hat mal ein bisschen zu wenig Federkraft am Ende. Naja, nicht mehr anfassen, dann wird es schon funktionieren. Jetzt haben wir hier mal auf Voltage AC gestellt am Handy. Wir haben 1 Kilohertz High von 5 Volt, Low von 5 Volt, also wir haben einen Pegel von Gesamtpeak-Peak 10 Volt, also 5 Volt Peak-Spannung. Und wenn wir da jetzt mal eine Spannung messen, dann haben wir ja so 3,57 Volt. 5 durch Wurzel 2, 5 durch 1,41 oder so, sind dann eben diese 3,57, 3,58, 56. Ich weiß jetzt nicht auswendig, nagelt mich nicht drauf fest. Also er zeigt schon mal ein RMS an von dem Sinus. Das erwarte ich von einem Multimeter. Also von dem Sinus ein RMS anzuzeigen, wenn das ein Multimeter nicht kann, dann werft es weg. Jetzt geht's weiter. Es soll ja scheinbar, laut was auf der Homepage steht, True RMS können. Bedeutet True RMS heißt von jeder Signalform den Effektivwert anzugeben. Also gehen wir mal auf eine andere Signalform und zwar auf Dreieck. So, Dreieck ist jetzt wieder ein Tick anders. Da hat man nicht durch Wurzel 2, sondern müssen wir durch Wurzel 3 dividieren. Und da kommt jetzt rechnerisch 2,88 oder so raus. Also wir haben jetzt hier angezeigt 2,92. Passt. Also kann man damit leben. Absolut super. Zeigt euch mal an vom Dreieck. Jetzt kommt eine interessante Signalform, die Rechteckspannung. Falls ihr überhaupt wissen wollt, wie das mit dem ganzen RMS und so funktioniert, ich habe da ein Video dafür gemacht. Ich verlinke es euch mal unten in der Videobeschreibung, wo ich Effektivwert wirklich super grafisch erkläre. Schaut es euch an. Wirklich. So, beim Rechteck sieht so aus: Wir haben 5 Volt Peak-Peak mit Quadren und Wurzelziehen und so weiter, mit RMS, Root, Mean, Square. Haben wir wieder unterm Strich, wie es er anzeigt, 5 Volt. Also das passt. Er zeigt tatsächlich den richtigen RMS-Wert an. So, jetzt haben wir uns die RMS-Werte angeschaut, die sind ja schön und gut. Was wir uns jetzt nochmal anschauen, ist, wie weit das kann. Jetzt haben wir 1 Kilohertz, jetzt gehen wir mal auf 10 Kilohertz und da fängt er sich schon an zu plagen. Jetzt drehen wir mal runter. So, bei 1 Kilohertz sehen wir 3,57, da klappt das Ganze noch. Bei 2 Kilohertz fängt schon an, dass er etwas abweicht, wie man erkennen kann. Und dann geht er nach oben. Ist aber okay. Also 1 Kilohertz, wenn man was misst, RMS-technisch meistens irgendwie 50 Hertz oder so. Also bis 1 Kilohertz, Leute, mehr als ausreichend. Jetzt haben wir uns diese Funktion angeschaut mit Multimeter, er kann RMS. Jetzt gehen wir auf die Funktion, die ich eigentlich am coolsten finde bei dem Gerät, und zwar die Oszilloskopfunktion. Er kann uns einfach ein Signal darstellen. Wir sind noch bei 1 Kilohertz, 10 Volt haben wir Peak-Peak, also stellen wir hier mal ein Voltage-Window von 10 Volt ein. Und bei 1 Kilohertz hätte ich gesagt, bedeutet 1000 Schwingungen in der Sekunde. Also wenn ich 10 Millisekunden habe, müsste ich eigentlich 10 Schwingungen sehen.
10 Millisekunden aufnehmen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Schwingungen kann ich hier erkennen. Also kann 1 kHz Sinus schon mal sehr gut darstellen. Wir gehen jetzt auf 10 kHz. Beim RMS hatte er gerade schon Probleme gehabt. Wir gehen jetzt hier auf 1 Millisekunden. Weiter runter geht es leider nicht. Ich nehme das nochmal auf. Auch hier wieder 10 Schwingungen würde ich jetzt mal schätzen drauf. Einwandfrei, also bis 10 kHz, wahrscheinlich sogar ein Tick mehr. Gehen wir mal 20 kHz drauf, 20 kHz, selbst die bei wahrscheinlich, keine Ahnung, 50 kHz. Irgendwann reicht halt einfach die Auflösung nicht mehr, wie er abtastet. Selbst das sieht für mich jetzt noch absolut plausibel aus, was er da hinmalt. Also, um was anzuschauen, definitiv genial. Was mich jetzt noch interessiert, jetzt gehen wir mal wieder einen Sinus mit 1 kHz drauf. Was mich total begeistert, Time Window 10 Millisekunden wieder umstellen. Was mich zum Beispiel total begeistert, die wollen eine neue Software rausgeben, neue App-Version, wo man noch viel mehr kann. Ich finde das jetzt schon sehr ausreichend. Presto Add Cursor steht da. Also man kann irgendwo gedrückt halten und dann hat er einen Cursor, wo er jetzt zum Beispiel uns hinschreibt, minus 5 Volt, 5, irgendwas. Da oben kann man es nicht mehr lesen. Tolle Software. Plus 5 Volt irgendwas wahrscheinlich. Und man kann auch nochmal einen zweiten Cursor dazu packen. Das heißt, ich gehe hier von hoch zu hoch. Und dann sehe ich jetzt unten, ja, ich habe ungefähr 1 Kilohertz an Frequenz, was ich auch hier eingestellt habe. Also ich habe ganz normale Cursor mit Delta T, mit Delta V und so weiter. Also ich kann hier sogar vom Plus nach Minus, ich habe jetzt ein Delta V von 10 Volt hier angegeben. Also es ist echt, wie man es halt von so einem Ostsee erwartet, aber man hat halt diesen Komfort-Touch vom Handy. Das finde ich echt praktisch. So, nur mal ganz schnell, einfach testhalber eine andere Signalform, ein Rechtecksignal. Natürlich ist da jetzt nichts abgeglichen, also der schwingt jetzt hier einfach über. Ist so, kann man nichts ändern. Und eine Dreiecksform stellt er auch einwandfrei dar. Noise, weil unser der Signalgenerator die Funktion hat, auch das Rauschen stellt er mir einigermaßen dar. Gut, jetzt war das die zweite Funktion, jetzt kommt die dritte Funktion. Wir haben nämlich auch noch einen Datenlocker drauf. Und da können wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt eine Spannung messen. Wir wollen einen Strom messen. Schalte ich jetzt nicht hin, weil sonst will er wieder umschalten. Oder wir wollen eine Temperatur messen. Die drei Möglichkeiten bestehen. Wenn ich jetzt eine Spannung messen will, kann ich im Wertebereich sagen, wieder die Skalierung, in welcher er messen soll. Einmal. Ich kann hier unten sagen, ich hätte gerne Wechselspannung oder Gleichspannung gemessen. Wir gehen wieder auf unseren Sinus. Und ich kann in Intervall sagen, wie oft er misst. Ist jetzt natürlich mit dem 1 kHz Sinus ein bisschen witzlos. Ich kann ihn jetzt runterstellen, aber glaubt mal einfach, es funktioniert. Und da stelle ich ein Intervall ein und jetzt kann man den Intervall auf eine Stunde zum Beispiel einstellen. Und dann steht jetzt da unten irgendwo 8 Monate Intervall mit dem Ganzen. Also wenn er jetzt alle Stunden zum Beispiel einen Wert nehmen würde, kann er bis zu 8 Monate aufzeichnen. Wird wahrscheinlich die Batterie leer sein davor. Und da sind wir jetzt bei einem wichtigen Punkt. Ich kann jetzt diesen Intervallaufnahme kann ich starten, diesen Datenlocker. Und dann muss das Teil nicht mehr mit dem Handy verbunden sein. Der lockt einfach direkt. Der werkt sich, er ist am Locken und schreibt alle 10 Minuten Wert hier rein. Und hat hier drin so viel Speicher, dass er quasi bei alle 10 Minuten ungefähr 6 Wochen lang ein Messwert aufzeichnen kann. Das finde ich auch eine sehr schöne Funktion, wenn man mal irgendwo eine Spannung beobachten will über einen längeren Zeitraum oder eine Temperatur messen will, einen Strom messen will, finde ich das echt eine praktische Funktion. Das Handy muss dazu nicht verbunden sein, das finde ich halt echt gut. Also ich habe vorher Angst gehabt, als ich das erste Mal die Funktion getestet habe, dachte ich mir, muss ja immer das Handy verbunden sein. Nee, muss tatsächlich nicht, der macht das komplett von allein. Deswegen gibt es da auch diesen Retrieve-Button da drüben, wo man dann entsprechend die Daten vom Gerät sich holen kann. Ja, das war's mit den Funktionen. Wir haben hier im Prinzip noch Devices. Wir können den umbenennen in ePocket zum Beispiel, in eHio Pocket. Falls man jetzt mehrere Geräte hat, dann kann man halt jedem Namen geben, dass man halt weiß, das ist meiner, das ist der von meinem Kollegen und so weiter. Wenn ich jetzt 5 in der Schublade liegen habe, kann ich hier kurz auf Find drücken, man sieht es glaube ich, dann blinkt er zweimal kurz, dann weiß man, das ist jetzt mein Gerät, muss ja also kein Etikett draufkleben und so. Ja, das war quasi mein Review zu dem Pocket Meter. Ich finde das Teil toll.
Wenn ihr das auch so findet, ich betone es nochmal, ich habe es kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen für das Video. Ich darf es zum Glück auch behalten. Wenn ihr Interesse an dem Teil habt, das kostet irgendwie um die $100, so plus minus. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ich packe euch unten in die Linkbeschreibung, in die Videobeschreibung nochmal so einen Advertising-Link. Da unterstützt es mich ein wenig, falls ihr darüber ein Pokit kaufen wollt. Wenn ihr sagt, nee, ich google das selber, pokitinnovations.com, und gehe da direkt drauf. Könnt's mit Pokit Starter, glaube ich, schreibe euch auch unten rein, kriegt's nochmal 5% Rabatt auf das Teil. Also da kriegt's nochmal einen Tick günstiger, habt's wahrscheinlich halt einen Versand oder so wieder drin, denke ich mal. Ja, falls euch das Video gefallen hat, vergesst das Abo nicht. Vielen Dank fürs Reinschauen, Leute, und bis zum nächsten Video. Ciao!